Herzlich willkommen zur Vorlesung Schuldrecht Römisch 1. Ich habe, wie gesagt, die Klausuren für die Teilnehmer ohne AG korrigiert. Da ist noch eine von übrig. Mehr Klausuren gibt es nicht. Zu der Klausur möchte ich sagen, irgendwie scheinen Sie alle das AGB-Recht total zu lieben und da seitenweise zu diskutieren, ob da AGB vorliegen. Wenn in einem Sachverhalt drinsteht, dass jemand AGB hat, müssen Sie nicht seitenlang prüfen, ob es denn AGB sind. Ja? Einer der Tricks, die Sie beherrschen sollten, ist herauszufinden, was muss man prüfen, was muss man nicht prüfen. Wenn in der Aufgabenstellung steht, dass der V meint, man müsste ja hier eine Frist setzen oder mahnen, dann sollten Sie vielleicht auch was dazu schreiben, weil der schreibt das nicht umsonst da rein. Also da stand jetzt nicht, das brauchen wir doch auf keinen Fall. Also eine Klausur hat gewisse Hinweise, die Ihnen sagen soll, wozu Sie was schreiben sollen und wo Sie zu eher nichts schreiben sollen. Und das scheint mir recht problematisch zu sein. Lesen Sie die Aufgabenstellung und gucken Sie, was die Leute im Sachverhalt als problematisch sehen und dazu sollten Sie zumindest was schreiben. Und dann noch eine ganz allgemeine Frage, die mich total verblüfft hat. Wenn ich sage, ja, hier liegt ja kein Fall von 281, 282 oder 283 vor, weil die Voraussetzungen von keinem der drei Paragraphen vorliegen, kann ich dann daraus folgern, dass hier kein Schadensersatz statt der Leistung vorliegt? Oder umgekehrt, wenn ich sage, ja, hier wurde ja keine Mahnung erklärt, also sind die Voraussetzungen nach 286 ja nicht erforderlich. Kann ich also daraus, dass die Voraussetzungen nicht vorliegen, folgern, dass ich die auch gar nicht prüfen muss? Das habe ich jetzt in zwei von drei Klausuren gelesen. Daher frage ich einfach mal, ob das irgendwie eine Logik ergibt, die ich noch nicht so ganz sehe. Also wenn Sie sagen, der hat doch keine Frist gesetzt, es war nicht unmöglich und nicht unzumutbar, also muss es wohl Schadensersatz neben der Leistung sein und kein Schadensersatz statt der Leistung. Übersehe ich da irgendwas in der Logik oder wie kommt man darauf? Das hat mich etwas sehr verblüfft, muss ich sagen. Oder er hat ja nicht gemahnt, also kann es nicht um Verzögerungsschaden gehen. Wie kommen Sie da drauf? Ich frage nur mal so. Jetzt traut sich keiner was zu sagen. Das würde mich aber echt mal interessieren. Irgendjemand muss ja auf die Idee gekommen sein. Dass zwei von drei das schreiben, ist eine gute Quote, die es aber nicht richtig macht. Vor allem, indem ich eine ganze Stunde versucht habe zu erklären, warum wir das abgrenzen müssen, ob wir zusätzliche Voraussetzungen brauchen. Nur weil die Voraussetzungen eines Paragraphen nicht vorliegen, heißt es nicht, dass sie vorliegen müssten. Denn sonst müssten Sie auch sagen, ja, hier liegt zwar weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit vor, also brauchen wir keinen vertreten müssen, also haftet er immer. Das kann ja nicht sein. Nur weil die Voraussetzungen eines Paragraphen nicht vorliegen, heißt das nicht, dass sie entbehrlich sind. Das heißt einfach, dass dann der Anspruch an der Stelle endet. Dann sagen Sie, es gibt keinen Anspruch, weil die Voraussetzungen nicht vorliegen. Das hat doch nicht damit zu tun, dass Sie sagen können, ja, dann nehmen wir halt das andere. Wenn die Voraussetzungen nicht vorliegen, endet damit die Klausur. Was sehr viel dafür spricht, dass es so sein muss, dass die Voraussetzungen wohl vorliegen müssen. Oder dass es kein Fall ist, wo die Voraussetzungen für erforderlich sind. Ich verstehe das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, aber da müssen Sie sich drüber Gedanken machen und nicht ich, weil ich muss Ihnen ja nur hier das Schuldrecht beibringen. Die Klausur schreiben müssen Sie und eigentlich müssen Sie nur das prüfen, was im Gesetz steht. Das haben Sie in der Probeklausur hoffentlich gesehen. Da stand alles im Gesetz. Es gab keinen Streit, den Sie irgendwie auswendig kennen mussten, oder? Gab es irgendwas, was Sie auswendig wissen mussten? Sie konnten alles perfekt aus dem Gesetz herleiten und so ist das in der richtigen Klausur auch. Sie müssen nur mit dem Gesetz arbeiten. Suchen Sie keine Meinungsstreitigkeiten oder irgendwas, die gibt es einfach nicht. Sie müssen mit dem Gesetz arbeiten.
diskutieren jetzt nochmal 5 Minuten mit Ihrem Nachbarn darüber, was das heißt. Wir können aber auch einfach weitermachen. Wir haben am Dienstag gesprochen über den Schaden. Und wir haben gelernt, was ein Schaden ist und welche Schäden dem Schuldner zuzurechnen sind, wofür der verantwortlich ist. Heute machen wir weiter mit Aufwendungen und wir gucken uns ganz kurz an die Regelungen, die der Durchsetzbarkeit entgegenstehen. Das heißt, das, was Sie in der Klausur prüfen unter Anspruch durchsetzbar, wo viele von Ihnen irgendwas reinschreiben, aber es ist relativ überschaubar, was man darunter überhaupt diskutieren muss. Letzter Punkt, morgen ist Freitag, da haben Sie nichts, übermorgen ist Samstag, da haben Sie auch nichts, dann kommt der Sonntag, da können Sie Fußball gucken und dann kommt Montag und dann fangen wir an mit Ihrem Lieblingsthema, dem Kaufvertrag. Dann gucken wir uns an, 433, 434 und so weiter, dann haben Sie das endlich auch mal gesehen. Bevor wir aber zu diesen Themen kommen, noch einmal eine Wiederholung von Dienstag. Dienstag ist schon lange her, da haben wir gesprochen über Schäden. Sie erinnern sich, wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Ja, die erste Aussage haben Sie schon mal zu einem großen Teil richtig gemacht. Trotzdem sagt die Erfahrung, wird mindestens ein Fünftel von Ihnen der Klausur was anderes schreiben. Was sind denn Schäden, wenn es nicht nur Vermögenseinbußen sind? Was sind denn Schäden? Ja? Ja? Ja, in der Tat, Schäden können auch immateriell sein. Nur 253 Absatz 1 BGB sagt uns, ich kriege grundsätzlich für immaterielle Schäden keinen Ersatz in Geld. Da sagen Sie, keinen Ersatz in Geld. Aber was kann ich stattdessen kriegen, wenn das möglich ist, wenn es nicht um Geld geht, sondern was kann ich auch haben wollen? Grundsätzlich bei Schäden immer. Haben wir auch darüber gesprochen? Wie kann ich Schäden ersetzen lassen? Durch Naturalrestitution. Für die Naturalrestitution spielt es keine Rolle, ob die beschädigte Sache wertvoll oder wertlos war. Naturalrestitution macht einfach den Zustand, der vorher war. Es wird nicht differenziert nach immateriellen oder materiellen Schäden. 253 spielt nur eine Rolle, wenn Sie Geld haben wollen. Und zwar konkret Geld nach 251. Also im Rahmen von 251 spielt 253 eine Rolle, in 249 nicht. Ja, deshalb definieren wir Schaden als Einbuße an einem rechtlich geschützten Gut oder Interesse. Da taucht das Wort Vermögen gar nicht auf. Ja? Unfreiwillige Einbuße an einem rechtlich geschützten Gut oder Interesse. Das erfasst auch immaterielle Interessen. Zweite Aussage, im Zivilrecht sind hypothetische Kausalverläufe immer unbeachtlich. Die Aussage ist falsch. Wo sind hypothetische Kausalverläufe immer unbeachtlich? In welchem Rechtsgebiet? Strafrecht. Im Strafrecht. Im Strafrecht sind hypothetische Kausalverläufe immer unbeachtlich. Warum können die im Zivilrecht ausnahmsweise mal relevant werden? Ja? Wenn der Schaden eingetreten ist, quasi in kurzer Zeit eingetreten wäre und man
Ja, in der Tat, das Ganze ist dann relevant, wenn sozusagen die Sache ohnehin beschädigt oder zerstört worden wäre und in der Zeit zwischen der tatsächlich erfolgten Beschädigung und Zerstörung und der hypothetischen Beschädigung und Zerstörung kein Wert daraus hätte gezogen werden können. Allerdings gilt das nicht, wenn es zwei potenzielle Schädiger gibt, dann haften nämlich beide nebeneinander, das heißt der erste neben dem zweiten. Ja, es gibt erstmal Sterbetabellen, die sozusagen die Lebenserwartung voraussagen. Also wenn Sie jetzt einen Unfall hätten und sterben würden, dann würde man gucken, wie lange ein Mensch in Ihrem Geburtsjahrgang voraussichtlich leben wird. Und dann würde man sagen, okay, Sie werden ungefähr 80 Jahre alt werden und dann gucken wir, wie viele Jahre noch übrig sind. Wenn man dagegen jemanden hat, der sozusagen schon älter ist, gibt es immer die Chance, dass der sozusagen ohnehin schon irgendwelche Schäden hatte. Dann wird der aufgeschnitten, weil auf sie wird halt geguckt, ob der irgendwie schon Krebs hatte oder Herzinfarktrisiko oder ähnliches. Und da kann man dann von der Sterbetabelle abweichen im Einzelfall. Hängt halt davon ab, wie konkret der Fall ist. Im Normalfall kann man einfach nach der Sterbetabelle gehen, aber wenn es wirklich ein gefährlicher Mensch ist oder Stuntman oder Extremsportler, wird man das vielleicht anders sehen. Ja, die Adäquanztheorie stellt auf die Wahrscheinlichkeiten ab. Jetzt sagen Sie, was heißt denn hier Adäquanztheorie? Was bedeutet nochmal Adäquanztheorie? Ja? Ja, man will völlig atypische Kausalverläufe, mit denen keiner rechnen muss, ausklammern. Das heißt, man guckt, was liegt außerhalb jeder Lebenswahrscheinlichkeit. Jede Lebenswahrscheinlichkeit heißt, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, schließt das nicht aus. Wenn Sie damit rechnen müssen, ist es noch kausal. Und Sie müssen mit vielem rechnen, weil es gibt unendlich viele Varianten, was im Leben passieren kann. Letzter Punkt, das vertreten müssen, muss sich auch auf den Schaden beziehen. Das stimmt nicht. Worauf bezieht sich das vertreten müssen nur? Ja. Das Vertreten müssen bezieht sich, das können Sie in 280 Absatz 1, Satz 2 auch entnehmen, ausdrücklich nur auf die Pflichtverletzung. Steht ausdrücklich im Gesetz. Auch das müssen Sie nicht auswendig wissen. Das bedeutet, selbst wenn Sie nicht wissen, dass ein hoher Schaden eintritt, haften Sie trotzdem. Auch wenn Sie unter keinen Umständen wissen konnten, haften Sie trotzdem. Wir haben aber gesehen, davon gibt es eine Ausnahme, nämlich in welcher Norm? Wenn es überraschend hohe Schäden gibt, wie kommen Sie dann möglicherweise dazu, dass Sie die Haftung begrenzen können? Wie kommen Sie aus der Haftungsfalle raus? Ja, 254 Absatz 2 Satz 1, schauen wir da nochmal kurz rein, der sagt, dies gilt auch, wo haben wir es? Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, dass er unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen. Sie müssen also warnen und sagen, wenn du mich verletzt, dann wird das richtig teuer. Ja? So, das war der erste Teil. Gucken wir uns den zweiten Teil an.
Ja, wir sehen, es waren alle Aussagen richtig. Nach 249 Absatz 1 erfolgt Schadensersatz grundsätzlich durch Naturalrestitution, das heißt wirklich Herstellung des Zustands in Natur. Das bedeutet, wenn ich Ihnen Geld weggenommen habe, worin besteht dann die Naturalrestitution? Ich habe Ihnen einen 100-Euro-Schein weggenommen. Was ist die Naturalrestitution? Ja, ich muss Ihnen genau den 100-Euro-Schein zurückgeben. Ja, das heißt Naturalrestitution. Ich mache einfach das wieder rückgängig, was ich gemacht habe. Wenn ich Ihnen eine blutige Wunde schlage, worin besteht dann die Naturalrestitution? Ja. Ja, darin, dass ich die Wunde wieder zum Heilen bringe, indem ich sie schön einwickle und Bepanthensalbe drauf tue und ihnen einen dicken Verband drum mache und dafür sorge, dass sie wieder gesund werden. Wenn ich eine Beule in ihr Auto gefahren habe, worin besteht dann die Naturalrestitution? Die Beule selber wieder rauszumachen oder, wie wir hier sehen, was kann ich auch tun stattdessen? Ja, das könnte ich theoretisch auch. Könnte auch einen unbeschädigten Ersatzwagen liefern. Ja, ich könnte einen unbeschädigten Ersatzwagen liefern, der ungefähr Ihrem alten entspricht und sagen, das ist der Ersatz. Wer darf grundsätzlich entscheiden, ob er ein Ersatzauto will oder Reparatur will? Wer hat die Entscheidungsbefugnis? Der Gläubiger. Das heißt, derjenige, der geschädigt worden ist, kann sich entscheiden, ob er will, Ersatzauto oder Reparatur. Einverstanden bisher? Jetzt kennen Sie hoffentlich alle aus Ihrem Leben, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass derjenige, der Sie angefahren hat, gesagt, kein Problem, ich habe einen Hammer dabei, ich mache Ihnen die Blötsche sofort wieder raus. Oder sagt, ach komm, nehmen Sie mein Auto. Das kommt praktisch höchst selten vor. Was stattdessen in der Praxis vorkommt, ist was? Was wollen Sie meistens, wenn Sie einen Unfall haben? Egal, ob Sie geschlagen worden sind, Ihr Auto kaputt ist oder sonst was. Ja, Sie wollen, dass es ein Fachmann macht und wollen das Geld dafür haben. Und wonach kriegen Sie das Geld dafür, dass ein Fachmann es macht? Ja, genau, 249 Absatz 2 Satz 1, der sagt, Sie können einen Fachmann beauftragen und danach das Geld dafür verlangen. Das war zum Beispiel hier in dieser Probeklausur so, da wurde der Malermeister beauftragt, die Kratzer wegzumachen und das war dann 249 Absatz 2. Gut, Testfrage, müssen Sie denn den Schaden beseitigen lassen oder können Sie einfach nur das Geld nehmen und sagen, coole Sache, mein Auto hat eh schon 1000 Kratzer, ich nehme lieber die 500 Euro und behalte die. Müssen Sie den Schaden mit dem Geld beseitigen lassen oder können Sie einfach das Geld behalten? Ja, Sie können das Geld einfach behalten, wenn Sie ihm also sagen, die Reparatur kostet so und so viel, legen Sie ihm den Kostenvoranschlag vor und dann machen Sie nichts, können Sie Ihr Geld behalten. Sie dürfen Ihr Geld behalten und kriegen dann sozusagen Geld. Dass das so ist, können Sie 249 Absatz 2 Satz 2 BGB entnehmen. Da steht nämlich drin, Sie kriegen Mehrwertsteuer nur, wenn diese tatsächlich angefallen ist. Das bedeutet, wenn Sie einen Handwerker beauftragen, müssen Sie dann Mehrwertsteuer bezahlen. Aber wenn Sie keinen beauftragen, kriegen Sie auch nicht die Mehrwertsteuer. Sie kriegen also 19% weniger. So, damit haben wir auch diese Folie fast erledigt. Antwort, brauchen wir eine Mahnung oder Fristsetzung von 249.2? Nein. Aber wenn Sie einen Paragraphen weiter gucken, nämlich auf 250, dann steht da, Sie kriegen Schadensersatz nur nach Fristsetzung. Wie verhält sich 249 Absatz 2 BGB
zu 250 BGB. Gucken Sie sich einfach nur mal das Gesetz an, dann sollten Sie den Unterschied recht schnell sehen. Ja. Ja, 249 Absatz 2 greift nur, wenn Sie eine Beschädigung einer Person oder Sache haben. Das bedeutet, wenn Ihr Auto zerstört worden ist, haben Sie keine Beschädigung, sondern eine Zerstörung. Und dann greift 250 oder bei einer Ehrverletzung. Wenn jemand Sie übelst beschimpft und schlimmste Beleidigungen sagt, dann müssen Sie dem erstmal eine Frist setzen, dass er die Beleidigung beseitigt. Und danach können Sie selber das Ganze beseitigen und dafür Geldersatz verlangen. 250 betrifft genauso wie 249 nur die Herstellungskosten. Da geht es also nicht um Ersatz in Geld, um Entschädigung, sondern es geht wirklich um die Kosten, dass der Schaden wieder beseitigt wird. Also müssen Sie in der Klausur genau gucken, geht es nur um Beschädigung oder Körperverletzung, dann von 49.2 ohne Fristsetzung, oder geht es um irgendetwas anderes, dann von 50 nur mit Fristsetzung. So, damit haben wir diese Normen erledigt und wir kommen dann auf 251. 251 ist etwas schwierig zu lesen. Wir fangen mal an mit Absatz 1, erste Variante. Da steht einfach drin, wenn die Herstellung ohnehin unmöglich ist, dann kriegen Sie sofort Entschädigung in Geld. Wenn Sie sich das angucken, sprechen 250 und 249 Absatz 2 davon, dass Ersatz in Geld geleistet wird. Hier geht es nur noch um Entschädigung. Entschädigung heißt, es wird der Wert ersetzt. Es geht nur um den Wert der Sache. Sie kriegen also so viel, wie Ihr Auto jetzt weniger wert ist als ohne den Unfall, oder Sie kriegen so viel Geld, wie die Sache im Weiterverkauf gewesen wäre. Wir haben gesehen, dass 251 Absatz 1, erste Variante, im Zusammenhang mit 280 folgende an einer Stelle immer Anwendung findet, nämlich wann brauchen wir den 251? Bei 280 folgende. Rücktritt. Ja, beim Rücktritt, ja, in gewisser Weise. Viel allgemeiner. Viel allgemeiner. Wann haben wir immer den 251 bei 280 folgende? Ja? Unter Bedingungen von 283? Ja, da auch. Noch allgemeiner. Ja, in allen Fällen, die in 280 Absatz 3 BGB drinstehen, immer dann, wenn wir Schadensersatz statt der Leistung haben wollen. Warum ist Schadensersatz statt der Leistung immer ein Fall von 251? So ist es. Beim Schadensersatz statt der Leistung ist nach 281 Absatz 4 der Anspruch auf die Leistung ausgeschlossen. Naturalrestitution wäre aber genau die Erbringung der Leistung, die ist aber ausgeschlossen. Also darf der Schuldner nicht leisten, also haben wir einen Fall der rechtlichen Unmöglichkeit der Leistung und landen damit immer bei 251 Absatz 1. Andere Fälle, Tötung, wenn ein Mensch tot ist, können Sie auch keine Wiederherstellung machen. Sie können einen toten Menschen nicht zum Leben erwecken. Ja? Das heißt, auch da gibt es nur noch Schadensersatz in Geld. Zerstörung unter einem Vorbehalt, Zerstörung dann, wenn es keine Ersatzsache mehr gibt. Wenn Sie die Mona Lisa zerstören, gibt es dafür keinen Ersatz. Wenn Sie dagegen einen alten Golf 2 zerstören, gibt es davon noch welche. Das heißt, Sie könnten
Naturalrestitution durch Beschaffung eines Ersatz-Pkw leisten. Das heißt, da wäre es nicht unmöglich. So, aber wenn Sie weiter gucken, dann sehen Sie, oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist. Was ist damit gemeint? Wenn Sie einen Unfall haben mit Ihrem Auto und das Auto hat dann irgendwelche Schäden an der Karosserie, dann haben Sie danach einen Unfallwagen. Selbst wenn das Auto perfekt repariert wird, können Sie das Auto nicht mehr zum Preis eines unfallfreien Autos verkaufen. Das heißt, dieser Wertverlust, dass Sie den Weiterverkaufswert senken, der wird zusätzlich zu den Reparaturkosten nach 251 gezahlt. Sie kriegen also Reparaturkosten plus zusätzlich den Wertverlust auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Sie kriegen also doppelt Geld sozusagen. Ja, einverstanden? Reparaturkosten plus Wertdifferenz. Und das nennt man als alter Profi merkantiler Minderwert. Merkantiler Minderwert deshalb, weil es um den Markt geht, deshalb merkantil, und Minderwert halt die Wertdifferenz zum Normalpreis. So, das ist auch schon alles schön, aber dann gibt es noch einen Absatz 2. Und Absatz 2 sagt, der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger in Geld entschädigen, wenn die Herstellung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. Und das sind die Fälle, die man als wirtschaftlichen Totalschaden bezeichnet. Sie haben eine alte Möhre als Auto und die Reparatur würde 20.000 Euro kosten. Dann kriegen Sie für die 20.000 Euro viermal Ihr altes Auto. Also sagt man, ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden und Sie kriegen nur den Wert, den Ihr Auto noch hatte, in Geld. Da wird also geguckt, wie viel war es wert vor dem Unfall und das kriegen Sie in Geld ausgezahlt. Ja? Es ist nicht unmöglich zu reparieren, Sie können das reparieren, aber es ist völlig außer Verhältnis. Und für alle Tierfreunde unter Ihnen, wenn Sie einen Satz weiter gucken, 251 Absatz 2 Satz 2, der berücksichtigt die Tierliebe, denn der sagt uns, die aus der Heilbehandlung eines verletzten Tieres entstandenen Aufwendungen sind nicht bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie dessen Wert erheblich übersteigen. Das heißt, wenn Ihre Mieze Felix oder Mauzi vom Auto angefahren wird, muss der Fahrer richtig zahlen, bis Mauzi wieder gesund ist. Dann gibt es dann so Katzenchirurgen, die können die dann operieren und das muss der alles bezahlen. Auch wenn eine neue Katze vielleicht 20 Euro kostet, wenn Sie die irgendwo im Tierheim holen oder beim Bauern. Ja? Also eine wichtige Regelung für die Tierfreunde unter Ihnen. Sehr schön. So, 252. 252 sagt Ihnen im Grundsatz, Sie kriegen auch den entgangenen Gewinn ersetzt. 252 betrifft nur 251. Es betrifft nicht 249. Also 252 betrifft 251. Und grundsätzlich würde man sagen, wenn der entgangene Gewinn sicher ist, wird er ohnehin ersetzt. Denn wenn er sicher ist, wird verglichen der Zustand mit schädigendem Ereignis und der Zustand ohne schädigendes Ereignis. Und man würde sagen, Sie hätten den Gewinn gemacht. Also auch ohne 252 würden Sie ihn bekommen. Der praktische Wert der Regelung ist der Satz 2. Und der Satz 2 sagt uns nämlich, Sie müssen nicht beweisen, dass Sie im konkreten Fall den Gewinn gemacht haben, wenn es einen üblichen Gewinn gibt. Das heißt, man guckt, was wäre üblicherweise an Gewinn gemacht worden, den kriegen Sie ersetzt. Sie müssen nicht mal darlegen, dass im konkreten Fall derjenige schlauer oder weniger schlau gewesen wäre. Allerdings kann im Einzelfall ein höherer Gewinn verlangt werden, wenn nämlich Sie nachweisen können, dass Sie mehr Gewinn gemacht hätten als der Durchschnitt, oder ein niedrigerer, wenn der Schädiger beweisen kann, dass Sie besonders dumm sind und nicht den Durchschnittsgewinn erreicht hätten, sondern weniger.
252 hat vor allen Dingen Bedeutung bei vergeblichen Aufwendungen. Das gucken wir uns gleich nochmal näher an, aber die Idee ist relativ einfach. Wenn wir sagen, Sie sind ein ökonomisch denkender Mensch und Sie kaufen sich für Ihr Auto ein neues Sportlenkrad, dann tun Sie das, weil Sie davon ausgehen, dass es den Wert Ihres Autos mindestens um den Kaufpreis für das Lenkrad steigert. Das heißt, das Auto wird so viel mehr wert, wie das Lenkrad kostet. Hat Ihr Auto vorher einen Wert von 500 gehabt und das Lenkrad einen Preis von 20, ist der Wert Ihres Autos danach 520. Wenn Ihr das Auto zerstört wird mit dem Lenkrad, besteht Ihr Schadensersatz theoretisch in 520. Nicht der Preis des Lenkrads entscheidend, sondern den Gewinn, den Sie machen könnten. Jetzt ist das Bild weg und jetzt sehen wir nie mehr, was passiert wäre. Ja, das macht uns aber nicht viel aus, denn wir wissen ja, worum es geht. Wir machen nämlich jetzt als nächstes 253. Was sagt uns 253 BGB? 253 Absatz 1. Ich habe das super hier mit diesem Kabel. 253 Absatz 1 BGB sagt uns relativ, toll, das ist ein Kabelsalat, sagt uns relativ deutlich, Sie kriegen nur Vermögensschäden ersetzt. Ja, das ist doch Bild da. Ich sehe hier was, Sie nicht. Ich habe Vorteile. 253 Absatz 1 sagt, es werden nur Vermögensschäden ersetzt. Warum macht man das so? Können Sie sich das erklären? Warum macht man so eine komische Regel? Geht doch. Ja? Der Beweis für immaterielle Schäden ist doch recht schwierig. Der Beweis für Vermögensschäden ist doch eher einfacher. Ja, also in der Tat, es hat eine erhebliche Verfahrenserleichterung zur Folge. Hier müssen Sie nur nachweisen, wie viel Geld hatten Sie vorher, wie viel Geld haben Sie hinterher. Bei immateriellen Schäden müssten Sie im konkreten Fall ausrechnen, wie viel es wert gewesen wäre. Wie viel ist Liebe wert? Wie viel ist Freundschaft wert? Und dann kommen Sie zu dem Problem, das weiß natürlich kein Mensch. Absatz 2 trifft davon aber Ausnahmen. Wenn Sie sich die Liste angucken, ist die relativ kurz. Der sagt nämlich Körper, Gesundheit, Freiheit und sexuelle Selbstbestimmung. Der BGH hat aber gesagt, die Liste muss noch erweitert werden um das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Allgemeines Persönlichkeitsrecht meint letztendlich Ihre Ehre. Wenn man Sie nackt fotografiert und das bei Facebook reinstellt, dann haben Sie einen Schadensersatzanspruch, auch wenn Sie dadurch keinen konkreten messbaren Schaden erlitten haben. Denn worin soll Ihr Schaden bestehen? Müssen Sie erstmal sagen, wo das Geld denn herkommt. Also, wieso Sie mit Ihrem nackten Körper Geld verdienen können, das Ihnen entgangen wäre. Jetzt überlegen Sie, das Nacktfoto bei Facebook betrifft nicht Körper, Gesundheit oder Freiheit oder sexuelle Selbstbestimmung. Einverstanden? Also sind Sie dann nicht bei 253.2. Trotzdem sagt der BGH, bekommen Sie ein Schmerzensgeld, weil sonst Ihre Menschenwürde mit den Füßen getreten würde und das folgt unmittelbar aus Artikel 1 Grundgesetz. Es gibt einen weiteren Fall, wo der BGH sagt, wir gewähren Schadensersatz in Geld, obwohl gar kein Schaden eingetreten ist. Und das hier ist das, was hier steht, entgangene Gebrauchsvorteile, die für die eigenwirtschaftliche Lebensführung unerlässlich sind. Das, ohne das kein Mensch leben kann, und das sind momentan drei Dinge, ein Haus, ein Auto und ein Internet. Was meine ich damit? Damit ist gemeint, wenn Sie kein Internet haben, dann kriegen Sie Schadensersatz dafür, dass Sie kein Internet haben, auch wenn Sie keinen konkreten Gewinn in Geld bestimmen können und sagen können, weil ich kein Internet habe, habe ich den und den Vertrag nicht geschlossen. Sondern das Gericht stellt dann nach billigem Ermessen fest, ja,
das Internet wäre für Sie so und so viel Euro wert gewesen und dafür bekommen Sie eine billige Entschädigung in Geld. Genauso, wenn Ihr Auto kaputt ist und Sie können mit dem Auto nicht fahren, dann kriegen Sie nicht nur Entschädigung für die Termine, die Sie verpassen, sondern Sie kriegen auch eine Entschädigung dafür, dass Sie Ihr Auto nicht nutzen können. Weil ein Mann ohne Auto ist nichts wert, also gibt es dafür Geld. So, das waren 249 folgende. Jetzt kommen wir zu dem Thema Aufwendungen. Was sind Aufwendungen? Wichtig, Aufwendungen sind freiwillige Vermögensopfer und Sie sehen den Unterschied zum Schaden. Schaden ist eine unfreiwillige Einbuße an einem rechtlich geschützten materiellen oder immateriellen Gut. Das heißt, der Schaden muss nicht im Vermögen bestehen, die Aufwendung kann dagegen nur im Vermögen bestehen. Aufwendungen beziehen sich nur auf Geld. Wenn Sie Ihre ganze Liebe auf einen Menschen konzentrieren, ist das keine Aufwendung. Es geht bei Aufwendungen nur ums Geld. Der zweite Unterschied ist, Schäden sind immer unfreiwillig, Aufwendungen sind immer freiwillig. Das klingt total einfach. Schaden unfreiwillig, Aufwendung freiwillig. Schaden jede Einbuße, Aufwendung nur Vermögensnachteile. System verstanden? Denken Sie. Worin können die Aufwendungen bestehen? Nun, zunächst mal muss ein Zweck verfolgt werden. Das heißt, Sie müssen mit der Aufwendung ein Ziel verfolgen. Das Ziel kann durchaus sein materiell, im Sinne von, Sie wollen Geld machen. Es kann aber auch immateriell sein. Sie wollen jemandem einen Gefallen tun. Sie wollen Ihrem Freund etwas Gutes tun. Diesen Zweck müssen Sie haben. Ausgeschlossen sind die Fälle, wo Sie gar keine Wahl hatten. Wenn Sie jemand schubst und Sie fallen irgendwo drauf, ist das keine Aufwendung, sondern ein Schaden. Bei vis absoluta ist es so, es liegt kein Zweck vor, damit keine Aufwendung. Jede Aufwendung setzt voraus, dass Sie irgendwas damit erreichen wollen. Wenn das Ziel der Aufwendung verfehlt wird und Ihr Freund gar nicht glücklich ist, weil Sie ihm irgendwie ein ekliges Getränk gekauft haben oder was Hässliches zum Anziehen, dann haben Sie vergebliche Aufwendungen. Aber es bleiben Aufwendungen. Es kommt nicht darauf an, ob der andere sich darüber freut, es kommt darauf an, ob Sie ihm eine Freude machen wollten. Um Ihnen das Problem zu zeigen, habe ich Ihnen einen kleinen Fall mitgebracht. Der K. hat bei V. ein Auto gekauft. Das gelieferte Auto hat jedoch keine funktionierenden Bremsen, weshalb K. gegen eine Wand fährt. Dabei wird er schwer verletzt und muss mehrere Wochen im Krankenhaus behandelt werden. Da er keine Krankenversicherung hat, bezahlt er die behandelnden Ärzte selbst aus seinem Portemonnaie. Der V. verweigert die Bezahlung der Behandlungskosten und beschreitet den Defekt der Bremsen. Daraufhin lässt K. den Kfz-Sachverständigen ZRS ein Gutachten erstellen und er schaltet den Anwalt X. ein, der daraufhin ein Schreiben an V. schickt. Und unsere Frage ist, hat K. gegen V. einen Anspruch auf Schadensersatz aus 280.1 in Verbindung mit 437 Nummer 3, den wir am Montag uns ansehen werden. Und wenn wir das so durchprüfen, stellen wir fest, wir haben ein Schuldverhältnis, ja, einen Kaufvertrag, wir haben eine Pflichtverletzung, ja, die Lieferung eines Autos ohne Bremsen ist keine Erfüllung der Pflicht zur Übergabe und Übereignung einer mangelfreien Sache. Wir haben ein vertreten müssen, weil wir hier keine Angaben im Sachverhalt haben und wenn der Sachverhalt nicht sagt, gilt nach 280.1.2, dass das vertreten müssen vermutet wird. Und dann brauchen wir noch einen Schaden. Und worin besteht ein Schaden auf jeden Fall? Worin besteht ein Schaden auf jeden Fall in diesem tollen Sachverhalt? Ja? In den Krankenhauskosten. Und worin noch? Worüber ärgert sich vielleicht noch, was er gemacht hat? Vorher? Bevor er ins Krankenhaus gekommen ist, was war da?
Ja. Hm? Die Bremsen haben nicht funktioniert. Und warum stört es ihn, dass die Bremsen nicht funktioniert haben? Was dann passiert, als er mit dem Auto gegen die Wand gefahren ist? Er wurde schwer verletzt. Er wurde schwer verletzt. Und was mit dem Auto? Das Auto ist auch beschädigt. Das heißt, die Körperverletzung und die Beschädigung des Autos sind Schäden. Aber sind wir danach gefragt? Ist das die Fallfrage? Müssen wir da auch nur ein Wort zu verlieren? Ja, gefragt ist an den Kosten für Anwalt und Sachverständigen. Und wir müssen also was fragen? Ob diese Ausgaben ein Schaden sind. Und was können die Ausgaben auch sein, statt einem Schaden? Aufwendungen. Ja, was sagen Sie denn jetzt? Schaden oder Aufwendung? Ja. Aha. Also die Kollegin sagt, sie geht von einem Schaden aus, weil das ja nicht freiwillig geschehen ist. Was spricht dagegen? Was ist hier passiert? Zum Thema freiwillig und unfreiwillig. Ja, er wurde nicht dazu gezwungen, einen Anwalt und einen Sachverständigen zu beauftragen. Das ist doch sein Problem. Was sagen Sie dazu? Ist er auch selber schuld? Als Gutachten brauchte er zumindest als Beweisfunktion, um seinen Anspruch auf Bezahlung wegen der defekten Bremsen durchsetzen zu können. Ja, der hat das Gutachten erstellen lassen, um zu beweisen, dass er den Schaden hat. Das ist ja gut für ihn, aber gut, das ist ja. Freut ihn ja. Und warum ist es dadurch ein Schaden? Dass er es dafür braucht, um seinen Anspruch durchzusetzen? Ja? Ja, der Kollege sagt, hier im konkreten Moment hat er sich schon Gedanken gemacht. Vielleicht hat er sich sogar die Leute ausgesucht und hat gesagt, ich zahle dir extra Geld dafür, dass du ein gutes Gutachten machst. Das ist ja wohl wirklich hier zielgerichtet, zweckgerichtet und dann ist ja kein Schaden. Zum Vergleich, beim Unfall wollte er nicht sich selber verletzen. Also der Unfall ist offensichtlich unfreiwillig, das hier ist aber offensichtlich freiwillig. Und dann ist die Rechtsfolge was, wenn das so wäre? Wenn es Aufwendungen sind und kein Schaden, was denken Sie? Was kommt dann raus? Bei unserem Fall? Kein Schaden. Und wenn er keinen Schaden hat, dann haben wir welche Folge? Für ihn? Was kommt dann raus? Ja. Ja, er kriegt kein Geld. Er bleibt selber auf den Kosten für seinen Anwalt und seinen Sachverständigen sitzen. Er muss sie also aus eigener Tasche bezahlen. Überzeugt Sie dieses Ergebnis, unabhängig von der rechtlichen Einordnung, dass man den Sachverständigen und den Anwalt selber bezahlt und auf den Kosten halt sitzen bleibt? Nein. Ja. Völlig richtig. Also das Ganze hat eine verhaltenssteuernde Konsequenz,
wenn Sie wüssten, dass Sie auf den Sachverständigenkosten sitzen bleiben, auch wenn Sie im Recht sind, dann würden Sie überlegen, okay, wie viel Geld kriege ich maximal raus, hier an Krankenhauskosten, müssten dann Ihre Sachverständigenkosten abziehen und würden sagen, okay, lohnt sich nicht und würden auf Ihr Recht verzichten. Das heißt, das Ergebnis wäre, die Unfallopfer würden im Zweifel nicht klagen und die Unfallschädiger würden sich freuen. Wie kommen wir aus diesem Dilemma wieder raus? Nachdem wir das Problem jetzt schon mal gesehen haben, fragen wir uns, wie kommen wir denn da wieder raus? Und da müssen Sie sich an das erinnern, was ich Ihnen am Dienstag erklärt habe, zum Thema psychische Kausalität. Psychische Kausalität. Psycho. Ja. Ja. Ja, in der Tat, wir haben gelernt, als Schaden gilt alles, was zwar auf einem freiwilligen Entschluss beruht, zu dem sich aber das Opfer herausgefordert fühlen durfte. Und herausgefordert fühlen darf man sich zu allem, was ein vernünftiger Mensch in seiner Position getan hätte. Und ein vernünftiger Mensch reagiert auf die Situation, dass der V den Defekt bestreitet, indem er sagt, okay, dann lassen wir mal einen Fachmann gucken, ob wirklich die Bremsen defekt waren. Das ist eine vernünftige Reaktion auf den Unfall. Und damit beruht die Beauftragung des Sachverständigen darauf, dass hier ein Unfall entstanden ist. Also aus dem Unfall folgt die rationale Entscheidung, eine Sachverständigen zu beauftragen, und die ist nicht willensgesteuert. Der hat das nicht zum Spaß gemacht, sondern die wird ursächlich getragen von dem Unfall. Der Unfall führt bei einem normal denkenden Menschen dazu, dass er einen Sachverständigen beauftragt. Das ist im Grunde eine Art Automatismus. Deshalb sagen wir, ist das hier einerseits eine Aufwendung, aber die gleichzeitig ein Schaden ist. Die Aufwendung kann dann ein Schaden sein, wenn man sich dazu herausgefordert fühlen durfte. Also Aufwendungen sind gleichzeitig Schäden, wenn man sich zu denen herausgefordert fühlen durfte. Einverstanden? Gut. Damit haben wir dieses schwierige Problem schon mal geklärt. Was mit dem Anwalt X? Darf ich einen Anwalt beauftragen? Was meinen Sie? Ist das eine vernünftige Reaktion auf einen Unfall? Sie als alte Unfallexperten, meinen Sie, Anwalt ist vernünftig? Jeder vernünftige Mensch sieht sich herausgefordert, einen Anwalt zu beauftragen, wenn er einen Unfall hat. Ja oder nein? Anders ausgedrückt, jeder, der keinen Anwalt beauftragt, ist unvernünftig. Ja, in der Tat, Sie dürfen dann einen Anwalt beauftragen, wenn Sie selber schon mal vergeblich versucht haben, Ihr Recht durchzusetzen und der nicht freiwillig bereit war, dann können Sie danach den Anwalt einschalten und der klärt das dann für Sie. Wenn dagegen der Schädiger freiwillig bereit ist, die Sache zu klären, brauchen Sie zunächst mal keinen Anwalt, und wenn Sie trotzdem einen einschalten, das ist Ihr Problem. Sie können sich erst dann herausgefordert fühlen, wenn Sie das Gefühl haben, der zieht mich über den Tisch oder wenn Sie sonstige Unsicherheiten haben. Ja,
Gucken wir weiter auf unserer Liste. Was haben wir noch zu Aufwendungen zu sagen? Aufwendungen können in verschiedenen Dingen bestehen. Das Bild ist wieder weg, toll. Können in verschiedenen Dingen bestehen. Sie können zunächst mal darin bestehen, dass Sie Geld ausgeben. Das ist der einfachste Fall. Sie zahlen jemandem Geld und das Geld wollen Sie zurückhaben. Das ist ein einfacher Fall, das kennen Sie alle, ist Ihnen wahrscheinlich auch schon mal im Leben begegnet. Warum passiert denn hier nichts? Der zweite Fall ist, Sie können natürlich auch statt Geld einfach nur Sachen investieren. Sie geben jemandem Ihr Gesetz, damit er die Klausur mitschreiben kann. Dann ist Ihre Aufwendung, dass Sie in der Zeit Ihr Gesetz nicht nutzen konnten. Das ist freiwillig oder das geht aus Ihrem Vermögen. Aufwendungen können aber auch in der Investition Ihrer Arbeitskraft stehen. Wenn Sie Ihrem Freund helfen, dass er umzieht und tragen ihm Kisten runter, investieren Sie Ihre Arbeitskraft und diese Arbeitskraft ist Geld wert. Das ist Ihr Vermögen. Weil Sie können die Zeit auch verbringen, damit dass Sie Geld verdienen. All diese Aufwendungen werden ersetzt nach dem BGB. Und ich sehe, dass ich nicht sehe. Und die wichtigste Anspruchsgrundlage, die wir dazu kennenlernen werden, ist Paragraph 670 BGB. 670 BGB sagt nämlich, macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet. Auftrag bedeutet nichts anderes als, jemand erklärt sich bereit, für einen anderen eine Tätigkeit auszuüben und er nimmt dafür schlicht kein Geld. Er macht das sozusagen unentgeltlich. Das heißt hier Auftrag. Dieselben Regeln des Auftragsrechts finden aber auch Anwendung im Geschäftsbesorgungsvertrag. Wenn Sie mal gucken, 675 Absatz 1 BGB. Da steht drin, wenn Sie einen Werkvertrag oder Dienstvertrag haben, der auf die Besorgung eines Geschäfts gerichtet ist, kriegen Sie nach 670 Ihre Aufwendungen ersetzt. Das ist die Rechtsgrundlage für Ansprüche auf Spesen. Also wenn Sie zum Beispiel Anwalt sind, kriegen Sie die Kopien extra bezahlt, weil das eine Aufwendung nach 670 BGB ist. Wenn Sie ein Arzt sind, kriegen Sie jede Spritze extra bezahlt. Das ist eine Aufwendung nach 670, die wird zusätzlich bezahlt zu dem, was im normalen Dienstvertrag enthalten ist. Der 670 ist so wichtig, dass wir sogar im BGB AT eine Norm haben, die den einbezieht. Wenn Sie mal gucken in Paragraph 27 Absatz 3 BGB, dann steht da, auf die Geschäftsführung des Vorstandes finden die für den Auftrag geltenden Vorschriften der 664 bis 670 entsprechende Anwendung. Wenn Sie also einen Verein haben, gilt für den Vereinsvorstand schon wieder dieser Aufwendungsersatzanspruch. Also wenn der Vereinsvorstand zum Beispiel hingeht und neue Briefpapiere bestellt oder Einladungen drucken lässt, dann kriegt er nach 670 das Geld vom Verein wieder. Nächstes Semester werden Sie dann noch 683 kennenlernen. Da steht nämlich drin, wer ein Geschäft für einen anderen besorgt, ohne beauftragt zu sein, kriegt ebenfalls Aufwendungsersatz, wenn seine Tätigkeit zumindest dem mutmaßlichen Willen und dem Interesse des Geschäftsherrn entspricht.
Zusammengefasst, das BGB verweist in ganz vielen Regelungen auf diesen 670. Einerseits im Auftrag selber, andererseits für die entgeltliche Geschäftsbesorgung, dann für die Geschäftsbesorgung des Vorstandes und last but not least für die GOA. Also 670 sagt, Sie kriegen Aufwendungen ersetzt. Wir werden in 3 Wochen 539 BGB uns angucken. 539 BGB betrifft Aufwendungen des Mieters. Wenn ein Mieter Aufwendungen tätigt, werden diese nach den Vorschriften der GOA ersetzt. Dann sind Sie wieder bei diesen 683 und damit wieder bei den 670. Ja? Also wenn Sie in Ihrer Wohnung irgendwelche Reparaturmaßnahmen vornehmen, die Sie eigentlich gar nicht vornehmen müssten, muss Ihr Vermieter Ihnen die ersetzen nach 539, 683, 670. Toll, jetzt freuen Sie sich und werden jetzt ganz viel in Ihrer Wohnung reparieren. Eine weitere Anspruchsgrundlage für Aufwendungen gibt es in 478 Absatz 2 BGB. Die gucken wir uns nächste Woche an. Da geht es um Kaufrecht. 478 betrifft den Fall, Sie kaufen bei Real oder bei Mediamarkt einen Fernseher. Und diesen Fernseher versuchen Sie zu Hause zum Laufen zu bringen, der funktioniert nicht. Daraufhin rufen Sie da an und dann kommen die netten Techniker von Mediamarkt und versuchen, den bei Ihnen zu reparieren. Und unabhängig davon, ob denen das gelingt oder nicht, können die nach 478 Absatz 2 die Kosten für die Mitarbeiter und die Kosten für die Anreise vom Hersteller des Fernsehers ersetzt verlangen. Also der Verkäufer kriegt Ersatz vom Hersteller für die Aufwendungen, die er mit Reparatur und Ähnlichem hat. Und dann noch 536a BGB. Wenn Ihre Wohnung einen Wasserrohrbruch hat und Ihr Vermieter schickt Ihnen niemanden, der den repariert, dann können Sie selber einen Installateur beauftragen und nach 536a Absatz 2 Ersatz der Aufwendungen verlangen, sofern Ihr Vermieter im Verzug ist. Das heißt, sobald Sie ihn vorher aufgefordert haben, das zu beseitigen und er die Nichterfüllung zu vertreten hat. Mehr Aufwendungsersatzansprüche gibt es aber im ganzen BGB nicht. Also das war alles, die müssen Sie jetzt alle kennen. Also, nochmal zusammengefasst, 670, 27, 683, 539, 478, 536a. Das sind die Aufwendungsersatzansprüche. Wir haben Aufwendungen aber auch schon in anderem Zusammenhang gesehen. Wir haben über Aufwendungen gesprochen, zum Beispiel beim Rücktritt. Sie erinnern sich düster, wir haben gesprochen über 347 Absatz 2 Satz 2 BGB. Da steht drin, wenn Sie Aufwendungen getätigt haben vor dem Rücktritt und davon profitiert der andere, der die Sache zurückkriegt, dann kriegen Sie diese Aufwendungen ersetzt. Das haben wir gemacht, als wir über Rücktritt gesprochen haben. 347 Absatz 2 Satz 2. Eine andere Sache, wo wir darüber gesprochen haben, kommt jetzt. K hat bei U ein festliches Abendmenü für 2 Personen für 100 Euro inklusive Getränke pauschal zu seinem Hochzeitstag am 10. Mai 2015 gebucht. Wegen seiner Schusseligkeit vergisst K jedoch, mit seiner Frau zum Essen zu fahren. Der U besteht auf Bezahlung von 100 Euro. K hält dem entgegen, dass U, was zutrifft, das Essen frisch am Tisch zubereitet und so Fleisch und Gemüse auch am folgenden Tag noch nutzen konnte. Zudem seien die Getränkeflaschen nie geöffnet worden und so ebenfalls weiter nutzbar. Schließlich sei das Personal sowieso vor Ort gewesen und habe auch die anderen Gäste bedient. Sind die Einwände,
die unser K macht erheblich. Was meinen Sie? Ja? Ich würde sagen, Schwulen, denn der soll ja nicht durch den Schwarzen das Anflug stehen. Wird er besser stehen, als er ohne, also wenn der K gekommen wäre, wie gestern So ist es. Wenn der K gekommen wäre und gegessen hätte, hätte der U weniger Fleisch, weniger Flaschen und möglicherweise auch weniger Gemüse gehabt. Das heißt, jetzt hat er mehr Gemüse, mehr Fleisch, mehr Alkohol. Das ist ein Vorteil, der muss abgezogen werden von dem, was er hier als Schaden geltend macht. Wir müssen also gucken, wie viel hat er jetzt mehr, als er gehabt hätte, wenn der K gekommen wäre. Und das haben wir schon gemacht. Das ist ein Fall der Vorteilsanrechnung. Sie rechnen die Vorteile, die er durch das Schädigereignis hat, an und kommen da zu einer Differenz. Sie müssen also sagen, er kriegt 100 Euro minus Fleisch, minus Alkohol. Wir haben das aber auch schon mal in ganz anderen Zusammenhang angesprochen mit den ersparten Aufwendungen. Wo spielten ersparte Aufwendungen auch eine Rolle, außer im Schadensersatzrecht? Ja. So ist es. 326 Absatz 2 Satz 2, der auch wieder sagt, es sind die ersparten Aufwendungen anzurechnen. Es sind ersparte Aufwendungen anzurechnen. Das heißt, auch hier müssen Sie gucken, wie viel Aufwand hätte er treiben müssen, wenn er den Vertrag erfüllt hätte, und dieser Aufwand wird dann abgezogen. Also, ersparte Aufwendungen tauchen auf beim Schaden im Rahmen der Vorteilsanrechnung und im Rahmen von 326 Absatz 2 Satz 2. Auch hier ein kleiner Ausblick auf die Zukunft. Auch im Mietrecht haben wir so eine Regelung mit der Anrechnung ersparter Aufwendungen. Der Mieter wird von der Entrichtung der Miete nicht dadurch befreit, dass er an der Ausübung seines Gebrauchsrechts gehindert wird. Damit ist gemeint, wenn Sie im Krankenhaus liegen, weil Sie die Pest haben oder weil Sie sich ein Bein gebrochen haben, dann können Sie in der Zeit Ihre Wohnung nicht nutzen. Und trotzdem müssen Sie nach 537 Absatz 1 Satz 1 Miete bezahlen, obwohl Sie nichts davon haben. Sie zahlen Miete für eine Wohnung, die Sie gar nicht benutzen können. Satz 2 sagt aber, der Vermieter muss ja den Wert ersparter Aufwendungen sowie Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwertung des Gebrauchs erlangt. Das heißt, auch hier wird gesagt, möglicherweise spart der Vermieter sich dadurch Heizkosten, Reinigungskosten, Stromkosten, weil er nicht beleuchten muss. Das wird abgezogen von der Miete. Das heißt, sie zahlen dann Miete abzüglich dessen, was der Vermieter an Nebenkosten einspart. Gut. Andere Regelung, die Sie auch noch kennenlernen werden, ist im Arbeitsrecht, beziehungsweise hier im Dienstvertragsrecht, wenn der Dienstberechtigte, das heißt der Arbeitgeber, mit der Annahme der Dienste in Verzug kommt, das meint gläubiger Verzug, so kann der Verpflichtete, also der Arbeitnehmer, für die infolge des Verzuges nicht geleistete Dienste die vereinbarte Vergütung verlangen, ohne zur Nachlassung verpflichtet zu sein. Das heißt, wenn Ihr Chef Ihnen die Tür nicht aufschließt, bekommen Sie Ihren Lohn auch ohne zu arbeiten. Das steht da drin. Auch hier kommt aber genauso wie in 326 die Ausnahme, er muss sich das anrechnen lassen,
was er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart. Das heißt, wenn Ihr Chef sich weigert, Sie reinzulassen, dann können Sie sagen, okay, dann muss ich auch nicht in der teuren Kantine essen, sondern kann zu Hause von Wasser und trockenem Brot leben. Dann wird die Kosten der teuren Kantine werden abgezogen. Oder Sie können sagen, dann muss ich meinen Anzug nicht tragen und spare mir die Anzugsreinigung, weil dann kann ich zu Hause in meinem Trainingsanzug auf der Couch sitzen. All das wäre hier ersparte Aufwendung und das müsste sich der Arbeitnehmer anrechnen lassen. Auch im Werkvertragsrecht haben wir so eine Regelung, wenn Sie einen Vertrag kündigen, bevor er erfüllt ist, müssen Sie trotzdem bezahlen, aber der Werkunternehmer bekommt kein Geld, soweit er in der Zeit was anderes machen konnte oder Aufwendungen erspart hat. So, nach all diesen Einzelregelungen jetzt der allgemeine Grundsatz. 254 Absatz 2, Satz 1 am Ende. Da steht nämlich drin, Sie haben eine Schadensminderungspflicht. Das heißt, wenn Ihnen was Schlimmes passiert, sind Sie verpflichtet, alles zu tun, was möglich ist, um den Schaden klein zu halten. Das heißt, Sie müssen Aufwendungen tätigen, um Ihre Verluste zu minimieren. Sie können sich einfach zurücklehnen und sagen, ha, Glück gehabt, jetzt bin ich angefahren worden, jetzt brauche ich nichts mehr zu tun. Sondern Sie müssen selber alles Zumutbare tun, um Ihren Schaden gering zu halten. Auch das ist der Gedanke der ersparten Aufwendungen. Sie müssen also weniger tun, wenn Sie krank sind. Sie müssen sich in der Zeit nicht um Ihr Studium kümmern, sondern können entspannt irgendwo im Krankenhaus liegen. Diese Vorteile müssen Sie sich anrechnen lassen. So, jetzt haben wir gesprochen über die normalen Aufwendungen. Da haben wir gesehen 670. Wir haben gesprochen über die ersparten Aufwendungen. Da haben wir gesehen 326 Absatz 2 Satz 2 und 254 Absatz 2 Satz 1. Und jetzt kommen wir zur schwierigsten Kategorie, nämlich den vergeblichen Aufwendungen. Und um Ihnen zu zeigen, was vergebliche Aufwendungen sind, habe ich Ihnen diesen Fall hier mitgebracht. Der A will eine Kunstausstellung durchführen und dafür Eintritt nehmen. Hierzu hat er Werbezettel und Plakate drucken lassen und ein Buffet bestellt. Kurz vor der Eröffnung brennt das Lager des Kunstcenters H, der den A mit den erforderlichen Gemälden für die Ausstellung ausstatten sollte, aufgrund leichter Fahrlässigkeit eines von H beschäftigten Hausmeisters restlos ab. Die Kunstausstellung kann nicht stattfinden. Jetzt möchte A von H, ist das Wichtige, Ersatz für die Kosten der Werbezettel und das nicht mehr stornierbare Buffet. Und was könnte unsere Anspruchsgrundlage sein? Ja? Nein. Erstens nein und zweitens nein. Was könnte unsere Anspruchsgrundlage sein, was immer unsere Anspruchsgrundlage ist in allen Fällen bisher? Ja, zu 80 Absatz 1. Und was brauchen wir für 280 Absatz 1? Was brauchen wir für 280 Absatz 1? Ja. Dann bräuchten wir
dann müsste man sich fragen, ob Schadensersatz der Leistung ist. Mhm. Bei einer hypothetisch gedachten Nacherfüllung, da es der Nacht ist, würde der Schaden hier entfallen. Mhm. Also der Schadensersatz der Leistung. Mhm. Wir brauchen zum Beispiel die Zusatzverordnung 283. Mhm. Mhm. Dann müsste er es noch zu vertreten haben. Hier ist der Hausmeister des Hartherz gewesen, nicht der Hahn selber. Das Verhalten wird dem Haber zulässig, wenn der Hausmeister Erfüllungsgehilfe ist. Mhm. Das ist er wahrscheinlich, weil er mit Wissen und Wollen des Geschäftsherrn zur Erfüllung der immobilen Pflichten tätig ist, mhm. die Lager für Ordnung zu sorgen. Und der müsste noch falsch gehandelt haben, der Hausmeister. Das steht hier einfach frei drin, dass er leicht falsch war. Also wird das auch zugerechnet und der Schaden ist letztendlich das nicht verschonierbare Buffet und die Gabelzettel. Das sagen Sie jetzt, das ist ein Schaden. Wieso ist ein Schaden? Wenn das Buffet nicht mehr stornierbar ist, kann er nichts mehr dagegen tun. Ja, Sie sagen, das Buffet ist ein Schaden, weil es nicht stornieren kann. Ich sage Ihnen, ich serviere Ihnen ein Buffet. Haben Sie denn einen Schaden? Wenn ich sage, ich fahre hier auf, 10 Gänge, ist es für Sie ein Schaden? Ja, jetzt nähern wir uns langsam dem Punkt. Er kann das nicht mehr nutzen. Nein, jetzt lassen wir diesen blöden 284 raus. Ich weiß, dass Sie den 284 ganz toll finden, aber um den geht es hier nicht. Also, der Kollege hat gesagt, wir haben hier ein Schuldverhältnis zwischen H und A. Nämlich entweder einen Kaufvertrag oder einen Mietvertrag. Wir haben weiterhin eine Pflichtverletzung, der sollte die Bilder zur Verfügung stellen, hat er nicht gemacht, ist ihm unmöglich geworden, also Pflichtverletzung liegt auch vor. Dann Frage, brauchen wir besondere Voraussetzungen nach Absatz 2 oder Absatz 3? Hier, wenn wir uns denken, er hätte die Bilder eine Sekunde vor dem Abbrennen geliefert, hätte er das Buffet nutzen können, also kein Schaden, also statt der Leistung. Im konkreten Fall, besondere Voraussetzung zu 83, liegt vor. Vertreten müssen bräuchten wir dann noch haben. Hier hat es der Hausmeister zu vertreten. Der Hausmeister ist Erfüllungsgehilfe im Hinblick auf die Rücksichtnahmepflicht, hier die Sachen nicht zu beschädigen. Hat er verletzt, wird zugerechnet, Pech gehabt. Wir bräuchten aber auch einen Schaden. Schaden ist, wie wir gelernt haben, jede unfreiwillige Einbuße an einem geschützten Gut. Frage, worin liegt die Einbuße? Liegt die Einbuße in dem Buffet oder in den Plakaten? Worin liegt die Einbuße? Was ist dem dadurch entgangen, dass er keine Bilder hatte? Wenn Sie diesen Sachverhalt lesen oder den ersten Satz lesen, was ist ihm entgangen? Die Kunstausstellung ist jetzt nicht mehr möglich. Die Ja, er würde Eintritt dafür kriegen. Ihm sind die Einnahmen aus dem Eintritt entgangen. Das ist ein Schaden. Jetzt haben Sie nur welches Problem? Jetzt wissen Sie, der Schaden ist der entgangene Eintritt. Welches Problem haben Sie mit dem Schaden, der im entgangenen Eintritt besteht? Der ist nicht bestimmbar, wir wissen nicht, wie viele Leute kommen wollen. So, und jetzt kommt endlich unsere ökonomische Überlegung. Was können wir unterstellen? Wie viel Geld wird er wohl mindestens mit Eintritt machen wollen? So ist es. Er wird mindestens so viel Gewinn mit Eintritt machen, dass er die Kosten für das Buffet und die Werbezettel wieder reinkriegt, denn sonst wäre das Ganze für ihn ein Verlustgeschäft. Diese Gewinne hat er aber nicht. Also liegt worin der Schaden, ganz konkret? Nicht daran, dass er ein Buffet hat, nicht daran, dass er Plakate hat, sondern was ist sein Schaden? Dass er das Geld nicht wieder reinkriegt durch anderweitige Einnahmen. Das heißt, die entgangene Kompensation durch das Deckungsgeschäft ist sein Schaden. Ist das freiwillig geschehen? Nein. Ist das rechtlich geschützt, dass man solche Gewinne machen kann? Ja, weil es steht im Vertrag ja ausdrücklich sogar drin.
dass er hier die Bilder kriegt und damit Gewinne machen kann. Also Ergebnis, er hat einen Schaden. Haben wir den 284 gebraucht? Nein. Also einfacher Fall. Gucken wir uns den zweiten Fall an. K und V haben sich telefonisch über den Kauf einer wertvollen Vase geeinigt. Es ist vereinbart, dass K die Vase bei V abholen soll. Nach Vertragsschluss, aber bevor sich K auf den Weg macht, lässt V die Vase versehentlich fallen. Klirr. Er informiert K jedoch nicht. Als K bei V eintrifft, überreicht ihm V den Scherbenhaufen und sagt, ein Puzzle. K meint, er wäre nie zu V gefahren, wenn er dies gewusst hätte. Kann K Ersatz für das verwendete Benzin und die Abnutzung des Pkw von V verlangen? Was könnte unsere Anspruchsgrundlage hier wieder sein? Ja? Ja. 280 Absatz 1. Dazu brauchen wir ein Schuldverhältnis. Die heißen hier schon V und K. Das spricht viel dafür, dass sie Verkäufer und Käufer sind, also ein Kaufvertrag vorliegt. Damit haben wir ein Schuldverhältnis. Wir brauchen eine Pflichtverletzung. Die Pflicht des V bestand in der Übergabe und Übereignung der Vase. Diese Pflicht ist unmöglich geworden. Das ist eine Pflichtverletzung. Auch kein Problem. Frage, brauchen wir hier besondere Voraussetzungen nach 280 Absatz 3 BGB? Anders gefragt, ist das Schadensersatz statt der Leistung? Ja? Ja? Ja, die Kollegin sagt, er will ja keinen Schadensersatz für die Vase, sondern für seinen Benzinverbrauch und das sei dann neben der Leistung. Gut, unterstellen wir mal, dass das richtig wäre. Dann brauchen wir noch vertreten müssen. Ja, Fahrlässigkeit haben wir. Und dann brauchen wir noch einen Schaden. Worin besteht denn jetzt hier der Schaden, bitteschön? Ja? Ja, in der Tat, normalerweise hätte er für die Fahrt hin und zurück eine Vase mit zurückgebracht. Und wir unterstellen, diese Vase wäre mehr wert gewesen als Kaufpreis plus Benzinkosten für Hin- und Rückfahrt. Jetzt muss er zwar keinen Kaufpreis zahlen, aber Hin- und Rückfahrt muss er trotzdem bezahlen. Er bekommt keine Vase, also wird sein Schaden, liegt sein Schaden worin? Um da ganz konkret zu sagen, worin liegt sein Schaden? Das könnte man meinen, aber den Wert der Vase kennen wir dummerweise nicht. Wir haben das gleiche Problem wie eben. Wir wissen nicht, wie viele Karten verkauft würden. Ja? So ist es. Ja, in der Tat, auch hier gilt wieder, die Vase wird, wenn wir nichts anderes wissen, mindestens so viel wert gewesen sein wie der Kaufpreis plus die Fahrtkosten. Denn das wäre ihm die Vase wert gewesen und so viel würde auch objektiv wert sein. Sein Schaden besteht also darin, dass er keine Vase bekommen hat, die so viel wert gewesen wird. So, und das jetzt wieder zurück zu unserem Thema statt der Leistung oder neben der Leistung. Hat das vielleicht eine Auswirkung auf diese Fragestellung, wenn wir jetzt wissen, was er eigentlich will, nämlich den Wert der Vase? Wenn er den Wert der Vase haben will, was können wir schon daraus folgen, allein sprachlich? Das ist statt der Leistung. Er will die Vase ersetzen durch Geld. Das heißt, hier will er wieder Schaden statt der Leistung und den kriegt er. Der besteht nämlich darin, dass er den Wert der Vase ersetzt kriegt. Und der Wert der Vase ist mindestens so hoch wie seine Fahrtkosten. Der muss sogar höher sein, denn sonst würde er keinen Kaufpreis dafür zahlen. Dieses System verstanden? Die Rechtsprechung nennt das Ganze Rentabilitätsvermutung. Und das ist ein Grundsatz, den Sie aus Law and Economics mitnehmen können. Jeder Mensch denkt zunächst mal an sich.
Menschen wollen ihren eigenen individuellen Nutzen optimieren. Und das tun sie, indem sie Sachen tauschen und einen Mehrwert dafür kriegen. Wenn Sie also für diese Flasche Cola Zero investieren 99 Cent, dann bedeutet das, für Sie sind 99 Cent weniger wert als diese Flasche Cola Zero. Denn sonst hätten Sie das Geld behalten. Ja? Ganz einfach, Law and Economics in a nutshell, Sie geben nichts weg, wo Sie nicht mehr für bekommen. Deshalb sagt man, wenn Sie investieren, die Gegenleistung und Verbesserungen und Fahrtkosten, dann ist das alles mindestens so viel wert wie die Sache. Also die Sache muss mehr wert sein, als das, was Sie reinstecken. Sie geben nicht freiwillig Sachen ab, ohne einen entsprechenden Gegenwert zu bekommen. Und die Rechtsprechung formuliert dann, wenn Sie die Leistung nicht bekommen, entfällt Ihre Gegenleistung, Ihr Gegenwert, und der Gegenwert wird mindestens so hoch sein, wie alles, was Sie vorher investiert haben. Menschen handeln so, dass sie ihren Nutzen maximieren wollen. So, der Kollege wollte aber eben hinaus auf 284 BGB. Und weil ihm diese Norm so lieb und teuer ist, wollen wir natürlich nicht verpassen. Ja, Sie lieben diese Norm. Ich merke schon, das ist eine tolle Norm. Da haben Sie eine emotionale Bindung zu entfaltet. Diese Norm entfaltet dann Bedeutung, wenn Sie beweisen können, dass das Opfer auf keinen Fall einen Gewinn gemacht hat. Das fährt einmal quer durch Deutschland für einen Ring aus dem Kaugummiautomaten und Sie können beweisen, die kriegen Sie in jedem Kaugummiautomaten genauso. Dann ist es keine Gegenleistung, die das Ganze aufwiegen würde. Wenn Sie das beweisen können, dann klappt die Nummer nicht mehr. Also sobald Sie eine Zahl haben und wissen, wie viel es wert ist, ist die Nummer unsinnig. Diese Fälle fängt 284 BGB vor. Und dazu haben wir die AfD zum Beispiel. Die AfD will nämlich eine Wahlkampfveranstaltung in der kleinen Stadt S durchführen. Und die kleine Stadt S hat eine Stadthalle und die hat auch verschiedene Hotels. Jetzt geht die AfD hin, bucht Hotelzimmer, lädt Redner ein aus ganz Europa, aus Großbritannien, die jetzt hier ihren Brexit haben, und die kommen alle dahin. Jetzt kommt der Bürgermeister, bekanntes SPD-Mitglied, und sagt, wir sind für Europa und die AfD kriegt bei uns keine Räume. Und es kommt, wie es kommen muss. Er verweigert die Erfüllung des Vertrages. Die AfD steht vor geschlossenen Räumen und kann ihren Parteitag nicht durchführen. Das ist traurig für die AfD, aber die AfD fragt sich nun, habe ich einen Anspruch gegen die Stadt auf die Kosten für Flugblätter, Hotelkontingente und Rednerhonorare? Und welcher Unterschied zu dem Fall mit der Kunstausstellung besteht hier? Was ist der Unterschied zur Kunstausstellung? Ja. Die Partei bekommt kein Geld dafür, dass die Leute da hinkommen. Das heißt, selbst wenn der Parteitag durchgeführt worden wäre, hätte sie diese Kosten gehabt, aber sie hätte keine Gegenleistung gekriegt. Die Gegenleistung, die die Partei bekommt, besteht nur darin, dass man jetzt sagt, oh, AfD toll und Pegida finde ich auch super. Das ist der einzige Erfolg, aber es ist kein Vermögensvorteil. Das heißt, den können wir nicht nach 251 ersetzen. Nach 251 geht es nur ums Geld. Wenn die AfD durch diese Veranstaltung kein Geld verdient, klappt das nicht. Und genau diese Fälle hat 284 BGB im Auge. Und auch nur diese Fälle. Wenn Sie sich 284 angucken, dann ist die Norm in zweierlei Hinsicht schwierig. Die erste Sache ist, Sie müssen anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung handeln. Das bedeutet, Sie müssen vorher 280 in Verbindung mit 281 komplett durchprüfen. Und erst wenn alle Voraussetzungen bis auf den Schaden vorliegen, können Sie die Norm anwenden. Das zweite ist, wenn da steht anstelle,
dann bedeutet das entweder oder, aber nicht beides. Sie kriegen also entweder Aufwendungsersatz nach 284 oder Schadensersatz nach 281. Sie kriegen nicht beides. Sie müssen sich also entscheiden. Allein deshalb ist die andere Lösung vorteilhaft, weil da kriegen Sie das als Teil des Schadensersatzes, das heißt, Sie kriegen automatisch erstmal beides. Ansonsten brauchen Sie freiwillige Vermögenseinbußen, Schäden sind hier nicht erfasst. Sie brauchen Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und der Vergeblichkeit des Schadens. Die Aufwendungen müssen objektiv billigenswert sein, das heißt, man sagt, ein vernünftiger Mensch hätte diese Aufwendung getätigt, und sie müssen vergeblich gewesen sein, das heißt, sie dürfen nicht den bezweckten Erfolg erzielen. So, damit haben wir auch das Thema Aufwendungen abgeschlossen. Merken Sie sich, 284 prüfen Sie bitte erst dann, wenn Sie vorher alles andere abgelehnt haben. Das heißt, wenn Sie vorher den 280 komplett durchgeprüft haben, dann können Sie danach von mir aus noch 284 prüfen, aber erst gucken Sie, ob Sie es nicht mit 280 gelöst kriegen. Zweitens prüfen Sie auch vorrangig den 347 Absatz 2, wenn es um Rücktritt geht. Der 284 steht ganz am Ende der Kette. Den prüfen Sie erst, wenn Ihnen nichts anderes mehr einfällt. Wenn Sie noch viel Zeit haben. Sonst erstmal alles andere durchprüfen. So, wir sehen uns dann am Montag zum Kaufrecht.